B 1.2. Punkte A ein mit x minus 1 Viertel x Quadrat plus 2x plus 3 auf der Parabel P1 und Punkte C ein mit x 1 Achtel x Quadrat minus 1 halb x minus 2 auf der Parabel P2 haben dieselbe Abszisse x. Sie sind zusammen mit den Punkten Bn und Dn für x von minus 1,61 bis 8,28 Eckpunkte von Rauten An, Bn, Cn, Dn mit den diagonalen Schnittpunkten Mn. Für die Länge der Diagonalen Bn, Dn gilt Bn, Dn gleich 5 Längeneinheiten. Zeichnen Sie die Rauten A1, B1, C1, D1 für x gleich 1 und A2, B2, C2, D2 für x gleich 7 in das Koordinatensystem zu B1.1 ein. So, es gilt zwei Dinge zu machen, einmal die Raute 1 und einmal die Raute 2 einzeichnen. So, fangen wir mit der ersten an, für x gleich 1. Wir wissen über die Punkte A1, sie liegen auf der Parabel P1 und die Punkte Cn liegen auf der Parabel P2. Beim Einzeichnen können wir also wie folgt vorgehen. Wir schauen nach, wo ist x gleich 1, ein bisschen hoch noch, und sobald wir auf die Parabel P2 treffen, wissen wir, hier ist der Punkt C1 zu finden. Und wir gehen jetzt auch von x gleich 1 nach oben. Und sobald wir auf die P1 treffen, wissen wir, hier ist der Punkt A1. So, dann zeichnen wir noch die erste Diagonale ein. Gut, jetzt fehlt noch die Punkte B1 und D1. Über Rauten wissen wir, dass sich beide Diagonalen halbieren und senkrecht aufeinander stehen. Zusätzlich wissen wir aus der Aufgabe, die Diagonale BNDN ist immer 5 Längeneinheiten lang. So, daraus können wir schlussfolgern. Wir brauchen jetzt erst den Mittelpunkt dieser Strecke A1C1. Der liegt ungefähr hier. Und da die Diagonalen senkrecht aufeinander stehen und sich halbieren, müssen wir jetzt 2,5 Längeneinheiten nach rechts und 2,5 Längeneinheiten nach links gehen. Dann sieht es ungefähr so aus. Hier haben wir den Punkt B1 und hier den Punkt D1. Jetzt müssen wir noch die Eckpunkte verbinden. So, und fertig ist unsere erste Raute. Genau das gleiche machen wir jetzt mit der zweiten Raute. Da heißt es ja für x gleich 7. Also schauen wir nach, wo ist x gleich 7. Wenn wir auf die P2 treffen, dann liegt hier unser Punkt C2. Und wenn wir auf die P1 treffen, finden wir den Punkt A2. Dann zeichnen wir wieder die Diagonale ein. Wir brauchen wieder den Mittelpunkt. Der liegt ungefähr hier. Dann wieder 2,5 Längeneinheiten nach links. Und 2,5 Längeneinheiten nach rechts. So, dann haben wir die Eckpunkte B2 und D2. Jetzt noch alle vier Eckpunkte verbinden. Und wir haben unsere zwei Rauten.